Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Elm Creek. Ja, wir sind in Folge 30 und ihr habt oben, seht ihr, ich habe oben 14.000 runde Summe stehen. Wieso runde Summe? Ja, ich habe ein bisschen was umgebaut und zurück überwiesen und neu hingesetzt und sowas, wegen dem Baufail, den er wohl bestanden hat. Weil wir konnten ja nichts in die Futtermische reintun, ne, in die Fabrik. Und ich glaube, wir hatten 14.000 und ein paar zerquetschte, aber ich wusste nicht mehr genau, wie viel es genau waren. Deswegen habe ich einfach mal 14.000 wieder auf unser Konto gepackt hier. Hatte hier schon was angeglichen. Ihr seht, also es ist jetzt hier relativ gerade ist das Ganze. Und auch, dass die ganzen Trigger hier vernünftig zu sehen sind. Ich hoffe, dass es jetzt auch funktioniert, weil wir müssen ja noch eine Runde Gras aufnehmen. Wir hatten ja anstatt das in die Futtermischgeschichte reinzutun, hier jetzt auch zwei Ladungen deswegen schon hier im Silo drin. Wir brauchen also jetzt in dem Sinne also vier Ladungen. Weil wir im Verhältnis gesehen eine Ladung Silage, zwei Ladungen Gras brauchen für die Futtermischgeschichte. Kann ich nochmal zeigen, damit ihr es nachvollziehen könnt. Mischration. Wir brauchen 3000 Gras und 1500 Silage. Also deswegen kommt immer für eine Ladung, ne, Verhältnismäßigkeit, in das Durchfahrsilo halt zwei Ladungen Gras erstmal ins Lager sozusagen. Würde man sonst so nicht machen, weil ein Graslager in dem Form gibt es eigentlich nicht. Meistens ist dann ja Heu, was man lagert, wenn überhaupt. Aber hier in dem Fall mache ich das jetzt einfach mal so. Wir sehen ja, wir sind beim Wachstum. Das würde sich ja erst um Mitternacht ändern. Ne? Deswegen stehen die Kollegen hier noch. Und hier sind wir mit unseren passenden Kollegen und wollen Gras aufnehmen. Und wir haben noch einiges aufzunehmen. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir die Literzahlen vielleicht auch zusammenkriegen. Müssen wir echt mal gucken. Ich war hier ja auch gegen einen Baum gefahren, deswegen müssen wir mal gucken, wie ich hier sinnvoll durchkomme oder unterlang komme. Da rennt schon das Wild weg. Wir haben das Wild wild gemacht. So, hier war der, jo, da habe ich ihn erwischt, den Baumhäderer. Deswegen weiche ich jetzt ein bisschen aus, lasse da ein bisschen Millimeter Gras liegen und versuche diesen wunderbaren Knick hier wieder aufzunehmen. Ja, Heuspern, ne? Leider wetterbedingt und sowas, so ein bisschen Erkältung, aber auch nur eine Erkältung zum Glück. Aber ihr seht ja schon mal, das Aufnehmen hier funktioniert alles soweit. So, hier hinten hatten wir sonst soweit alles. Ne, den Streifen hatten wir ja gemacht. Wir werden jetzt mal hier auf die Straße gehen und mal gucken, wie weit wir dann waren. Ich habe die Geschichte erstmal komplett ausgemacht. Jo, und hier waren wir. Haben schon wieder ein Reh erschreckt. Warum, weiß ich nicht. Aber tun wir halt einfach mal. So, und dann nehmen wir hier den Part noch auf. Das dürfte noch ein sehr schmaler Streifen zurück sein. Das dürfte eigentlich nicht die riesige Ausbeute sein. Aber immerhin ein bisschen was. Ne? So. Ja, hier war mein Fail-Start. Da bin ich jetzt überlegen, da werden wir wahrscheinlich einfach mal eine Spur daneben fahren. Mal gucken, wie viel wir von dem Fail von mir hier sozusagen aufnehmen können. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus eigentlich sogar. Dann ziehe ich jetzt ja mal rüber. Verkehr kommt jetzt keiner. Das werden wir jetzt nochmal drehen und versuchen meinen Fail auf der anderen Seite auch auszugleichen. Zwar nicht super viel und danach können wir die Bahn, also die Schwarz, normal aufnehmen, sage ich mal so. Und wir haben noch einigermaßen was gerettet hier von dem Streifen-Fauxpas, den ich hier geliefert habe. So, beim Wend muss man natürlich mal gucken, ob gerade was kommt. Die Fahrzeuge sind hier auch ziemlich schnell unterwegs. Deswegen schauen wir mal. So, das sieht doch schon mal gut aus. Sehr schön. Jetzt können wir hier schön den Bogen machen. Weil hier waren wir ja einige Male rum. Aber so riesig viel nehmen wir gerade auch nicht auf. Also ich hoffe, dass hier noch ein bisschen was passiert. Ja, da habe ich ein bisschen rumgekleckert. Das hier läuft schon unter Steilküste, hätte ich fast gesagt. Aber er hat uns schon umgeschaltet auf Aus und Hoch. Das heißt also, die Maschine hat sich automatisch wieder in ihre
Ausstellung begeben, dass wir einfach zurückfahren können. Das war sehr praktisch. Dann geht das jetzt hier ins Lager, hoffe ich. Ich habe den Trigger nicht ausprobiert, ich habe es nur umgebaut. Ihr seid also jetzt beim Live-Test mit dabei, ob es funktioniert. Ich hoffe ja. Also wenn es so weitergeht und ich weiß ja, wie schnell Gras wächst oder hier in den Wachstumsphasen vorankommt, haben wir natürlich auch eine gute Möglichkeit, dass wir, bevor wir alles geerntet und die Felder zusammenführen müssen, in der Zeit auch schon ein zweites oder vielleicht sogar ein drittes Mal Gras schon gemacht haben. Deswegen gucken wir einfach. So, hier ist die Abschüttvariante. Und jetzt hätte ich gerne die passende Aufforderung dazu. Und da haben wir sie. Also, der Umbau hat schon mal funktioniert. Das ist schon mal viel wert. Die Maschinerie hier ist zu befüllen. Die Anfahrt hat hervorragend funktioniert. Okay, ich habe ein bisschen Grünstreifen genommen. Ich hätte auch die original kleine Auffahrt dort nehmen können. Hätte auch funktioniert. Man könnte auch immer noch hier hinter lang fahren. Brauche ich in dem Fall ja so nicht. Weil ich kann ganz normal hier vorne rumdrehen und wieder rausfahren. Hat also sich schon bewährt gemacht, dass ich alles so ein bisschen angeglichen habe da an der Stelle. So, da sind wir wieder unterwegs. Ja, also wie gesagt, sobald wir das erste Ladung Gras drin haben, werde ich natürlich vorspulen, dass wir halt auf die nächste Erntegeschichte kommen. Ich setze die Felder ja nicht neu an, weil ich die Sachen zusammenfügen will. Ich mache ja nur die Pflügen- und Düngen-Variante erstmal. Mal gucken, wie weit wir damit hinkommen. Das Feld hier wird auf jeden Fall ein einzelnes bleiben. Aus den 5 da hinten werden wir wohl 2 machen oder sowas in der Größenordnung. Und die 4 kleinen, da bin ich mir gar nicht mal sicher, was ich daraus mache. Wahrscheinlich ein Stück Wiese auf der einen Seite. Und da, wo es ein bisschen flacher ist, da können wir uns noch ein bisschen Platz gönnen, um was Neues hinbauen zu können. Das macht dann auf jeden Fall Sinn. So, ja, jetzt nehme ich, versuche ich immer die kleinen Reste mit aufzunehmen. Da haben wir schon eins. So. Das erste Gras ist drin. Dann kommen wir zu unserer Steilkurve hier. So sieht man den Winkel erstmal ein bisschen. Ne? Also das ist schon ziemlich sozusagen schön an der Autobahnkante lang. Oder Highway in dem Fall hier. Ne? So, dann gucken wir mal. Ja, wir werden von der Fläche hier natürlich jetzt nicht ganz so effektiv sein, als wenn wir dann Gras auf einer richtigen Wiese oder auch immer auf einem ehemaligen Feld halt ansehen würden. Deswegen werden wir die eine kleine Fläche auf jeden Fall noch dazu nehmen drüben, dass wir da eine gute Chance haben, das umzusetzen. Ne? So, mit den Kleckerresten in die zweite Runde. Kostet uns natürlich alles jetzt gerade nichts, weil wir natürlich selber alles machen. Deswegen kann man das Ganze auch erlauben. Und die ersten Ausgleiche kommen dann wahrscheinlich durch die nächste Ernte, aber wir haben auch wieder Helferkosten dann. Also müssen wir mal gucken. So, ja, ich glaube nicht, dass es zu 4 Ladungen reichen wird. So sieht es leider aus. Wir werden jetzt hier die zweite machen. Damit würden wir so eine Ladung, die wir in das Silo gegeben haben, ausgleichen. Aber wir bräuchten ja 4, um es auszugleichen von der Menge her. Deswegen schauen wir einfach mal. Da wir aber nicht jedes Mal Silo machen, aber öfter mal zwischendurch mal Gras machen können, ist natürlich die Überlegung gar nicht mal so doof, dass wir erst ein bisschen mehr Silage machen. Weil das könnten wir, wenn wir es rausnehmen, ja auch einlagern. Das wäre kein Problem. Ja, das Räuspern nervt mich genauso wie euch. Also, ne? Sorry. Gut, gut. Wir sind auf dem Weg. Jetzt haben wir also ein Verhältnis von 1 zu 1 auf Lager. Also gleich. Ne? Jeweils 46.000 Liter in der Produktion, wie auch im Durchfahrtssilo. Das war schon mal ganz okay. So. Nehmen wir den Grünstreifen hier.
und wir laden Gras ab. Hervorragend. Ja, bei der nächsten Erntegeschichte jetzt hier von der Folge ist das Mais, glaube ich, hier erst dran, ne? Ja. Als einziges, also es würde relativ schnell gehen. Und dann wieder schnell vorbereiten. Und das müssen wir dann richtig derbe vorbereiten, weil wenn das Wiese wird, dann kann ich es ja hinterher nicht mehr pflügen und nichts. Ne? Also das muss einmal jetzt ordentlich sein. Und dann ist gut. Und das hier wird Baugrundstück. Die drei fassen wir zusammen. Davon ist das ja schon fertig. Und die beiden können wir zusammenfassen. Dafür ist das auch schon fertig. Das bleibt so, wie es ist. Der ganze Trick. Ja, wir könnten natürlich jetzt noch hingehen und noch mehr Grünstreifen mähen oder so. Wir könnten hier noch ein bisschen Gras machen. Um vielleicht noch ein bisschen mehr rauszuholen, aber wie gesagt, wir werden im Feld gesehen öfter Gras machen können, wie wir ernten können ein Feld. Deswegen ist das nicht das Problem. So, der Ansatz war, glaube ich, wieder eher hinten. Ich fahre das jetzt mal nach Original-Ansatz. Ich werde hier vorne aber im Zuge dessen mal den verunglückten Streifen hier so ein bisschen mit abarbeiten, damit wir beim nächsten Mal hier weniger Probleme haben. So, das waren nämlich auch nochmal 500 Liter Kleckerreste, ne? Sind immerhin 2% Wagenfüllung. Und los geht's. So, sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Sind ja schon fast halb voll hier. Ich sehe natürlich jetzt unter dem Baum nicht so sonderlich viel. Da haben wir noch ein paar schöne Kleckerreste mitgenommen. Den hier nehmen wir jetzt auch noch mit. So, ein bisschen unter Bäume lang gucken. Aufpassen, dass wir nicht zu weit von der Mitte von der Schwart wegkommen, weil dann wittert nichts. So, 70%. Mal gucken, wie weit es geht. Ja, man kann sich die Menge natürlich dann auch gut merken. Man weiß, okay, das habe ich jetzt hier runtergeholt. Da weiß man ungefähr, wie oft oder wie viel Ladung man hier draus machen kann. Ne? Weil durch die Produktion, die wir haben, ist das meiste, was wir brauchen, ja tatsächlich Gras, nämlich die Hälfte. Sonst ist es ja meistens eher ein Mischungsverhältnis, was zu Lasten von der Silage geht. Also man bräuchte sonst eigentlich einen größeren Silageanteil. Was auch kein Problem wäre hier bei uns. Ich weiß gar nicht, was für eine Füllmenge das Durchfahrtssilo dort hat, aber ich glaube, ich gehe von 500.000 oder sowas aus ungefähr. So, in die Richtung dürfte das wohl passen. So, das hier ist dann Ladung Nummer 3 fürs Lager. Würde jetzt also noch eine komplette Ladung fehlen, die wir natürlich nicht haben, um das Ganze auszugleichen. Ne?
da wir die Kühe und sowas noch längst nicht kaufen können, weil wir über finanziell nicht in der Lage sind und auch noch kein Stroh haben, dafür müssen ja erstmal die Felder einmal durch sein, dass wir auch Stroh lagern können, werde ich jetzt auch das Silo noch nicht schließen oder verdichten, sondern da werden wir halt erst die nächsten Male ein bisschen mehr Gras noch reinmachen müssen, weil das, ihr seht selber, da ist nichts drin. Ne? Das heißt, ich wollte es jetzt nur einmal so grob verteilt wissen hier. Wir wissen, dass das jetzt Ladung Nummer 5 ist. Damit sind wir bei 215.000 Liter, die wir jetzt insgesamt geholt haben. Ne, können in der Produktion sonst auch noch mal gucken. Aber die seht ihr selber. Ne? Da haben wir die, ne? 69.000 sind das knapp. Durch 3 sind halt 3 Ladungen und da drüben sind 2 Ladungen reingekommen, weil ich da 2 Bahnen nicht darin gemacht habe. Und damit sind wir dann bei 115.000 Liter. Jetzt schon blöd. 115.000 Liter, die wir dementsprechend deswegen gemacht haben. So, jetzt haben wir noch einen kleinen Rest, den wir aufnehmen, aber während ich auf dem Weg dahin bin, ihr ahnt es, richtig, sind wir am Ende der Folge für heute. So schnell geht's schon wieder. Ich werde mich jetzt hier nochmal um die Kurve eiern hier. Sollte vielleicht, ne, man ist zu viel englische Seiten gewöhnt von manchen Karten. Wir haben uns jetzt hier nochmal die kleinen Reste gönnen und das ist es dann auch schon. Ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn ihr noch irgendwelche Wünsche, Ideen, Vorschläge oder sowas habt, dann hinterlasst das lieben gern im Kommentarbereich. Dann kann ich mir das angucken. Ich antworte da eigentlich auch immer relativ schnell drauf auf solchen Sachen. Wie schnell ich da drauf in den Folgen eingehen kann, das ist immer so die Geschichte. Ihr könnt euch vorstellen, ich nehme die Folgen nicht einzeln auf, sondern ich nehme die immer im Dreierpaket auf. Das heißt also, ich nehme normalerweise einmal die Woche für die Woche auf. Das ist bei dem hier so der Fall. Wir werden jetzt hier noch einmal kurz die Runde drehen. Ich wollte jetzt mit meinem Gelaber die Folge noch eben aufhalten, dass wir jetzt noch den letzten Part hier rausholen können. So, und ihr seht, das sind nur noch mal 1000 Liter. Mit dem werde ich dann jetzt zurückfahren und dann werden wir vorspulen. Ja, ich werde so machen, dass wir das Vorspulen dementsprechend außerhalb der Folge machen. Ihr müsst dann nicht einfach dabei zugucken. Und wir werden dann am frühen Morgen starten, wenn wir in die Maisernte gehen können. So einfach ist das Ganze. Ja, ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Hoffe, dass es gefallen hat. Ne? Passenden Daumen, Abo, Teilen wäre natürlich alles super. Und dann bis zum nächsten Mal.